Ja, wo waren wir? Zwischendurch hat der Akku schlapp gemacht. Also, das ist von der Qualität richtig gut. Bestimmt so 3 mm Stahl, wie ich hier sehe. Das Einzigste, was ist, wenn ihr euch ein Wurfmesser kauft, nicht mit aufgenieteten Holzgriffen. Die können sich beim Werfen und immer wieder aufprallen. Dann fällt es mal von der, auf den Boden runter beim Werfen. Wie auch immer, die können sich dann lösen, fangen an zu klappern und hinterher werdet ihr das aber wahrscheinlich verlieren. Aber trotz vielen Werfens, muss ich sagen, ist hier noch alles fest. Also ich würde lieber empfehlen, solche Messer wie hier ohne jeglichen Griff oder eben mit so einer Wicklung aus Schnur oder Paracord. Was hier noch lustig ist, eben so eine kleine Lederscheiden mit dabei, das finde ich immer ganz praktisch. Da weiß man, wo man die Dinger zwischendurch lassen kann. Das konnte man dann früher auch verdeckt, sage ich jetzt mal, haben wir auch probiert. Mal so am Arm befestigen oder so, wer auf sowas steht, das geht schon. Ansonsten richtig gute Qualität, einstellbares Gewicht. Dann kann man ein bisschen experimentieren mit der Reichweite, dass es auch stecken bleibt. So, dann dazu nochmal von derselben Serie ein ganz großes. Hier ist der Imbusschlüssel gleich mit bei, der steckt hier hinten so drin. Und dann kann man da ein bisschen experimentieren mit diesen Gewichten. Ja, wie genau die jetzt eingestellt werden sollen oder müssen, kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Das muss man intuitiv beim Werfen selber ausprobieren. Aber wenn ihr mal schaut, das können schon 5 mm Stahl sein. Und das ist auch scharf. Wie gesagt, das ist Qualität. Gerade von der Firma hier, Spanien. Ordentlicher Stahl. No? Das war es erstmal mit den ersten Wurfmessern. Der Rest folgt.